möchte zum Schluss noch auf eine Frage zurückkommen, die ich am Anfang schon angetönt habe, nämlich die Frage nach der Leitfähigkeit von Materialien. Ich habe hier zum Beispiel einen Stab aus reinem Silizium, ein Kristall. Wenn man da die Widerstandsmessung macht, also ich habe hier einen Widerstands, einen Ohmmeter, dann sehen wir haben hier jetzt vielleicht etwa 100 Kiloohm, je nachdem wie man da Kontakt macht, gemessen. Wenn ich dann bei Aluminium schaue zum Beispiel, dann ist dieser Widerstand kleiner und muss einen schönen Kontakt machen. Das kann man besser machen, als ich jetzt das tue. Hier habe ich zum Beispiel Kupfer. Auch ein gewisser Widerstand. Kommt natürlich auch auf die Geometrie an, deshalb muss ich die Messung jetzt nicht so seriös vorbereiten. Aber ich möchte einfach sagen, je nachdem, was für ein Material man hat, ist der elektrische Widerstand unterschiedlich. Außerdem ist es so, dass es ja auch Isolatoren gibt. Also zum Beispiel so Plastik oder so, oder Gummi oder auch Wasser, die lassen gar keinen Strom durch praktisch, das heißt der Widerstand ist sehr, sehr groß. Dann gibt es Materialien, die bei Temperaturerhöhung, Kupfer zum Beispiel, die bei Temperaturerhöhung den Widerstand vergrößern, das zum Beispiel. Die leiten also besser, wenn sie kalt sind, deshalb sagt man auch Kaltleiter. Dann gibt es Materialien wie das Silizium, das bei höherer Temperatur besser leitet, dass er kleinerer Widerstand hat. Somit spricht man auch von einem Heißleiter. Und warum das so ist, das kann man jetzt recht gut verstehen nach diesen Vorbereitungen und der letzten Videos. Und zwar geht das zurück auf die Frage, die wir zu Beginn hatten. Wie entsteht überhaupt so ein Festkörper? Wir hatten gesagt, es sind Bindungen im Spiel zwischen Atomen. Wir hatten gesagt, dass diese Bindungen hier zum Beispiel beim Silizium dafür sorgen, dass eben der Kristall überhaupt als großer Block sehr stabil stehen bleibt. Wir hatten gesagt, dass man, wenn man da Elektronen rausreißen will, damit die Leitfähigkeit möglich ist, dass wir dazu ein bisschen Energie brauchen und dass dann die Elektronen, nachdem sie den Sprung mal geschafft haben, im Leitungsband hier zur Stromleitung beitragen können. Und der Unterschied zwischen Metallen, die sehr gut leiten, Kupfer zum Beispiel, Metallen, die weniger gut leiten und dann eben auch Halbleiter, ist vor allem der Unterschied in diesem Abstand der beiden Bänder hier, Valenzband und Leitungsband. Bei einem Halbleiter haben wir gesehen, beim Halbleiter ist dieser Abstand so, dass eben auch bei Raumtemperatur genügend Energie da ist, um gelegentlich Elektronen hier in das obere Niveau zu bringen. Also bei einem Halbleiter ist dieser Abstand, wenn man das jetzt in Zahlen ausdrückt, da ist die beiden Energieniveaus nochmals zeichnet, da sind die normalen Elektronen der Valenzschale und da oben sind die Elektronen, wenn sie frei sind, also wenn sie da im Leitungsband, wie man sagt, sind. Da ist bei einem Halbleiter dieser Abstand ungefähr 1 Elektronenvolt, ein bisschen weniger, also ungefähr 1 Elektronenvolt. Und 1 Elektronenvolt ist auch die Energie, die man bei Raumtemperatur durch die Gitterschwingungen immer wieder mal so einem Elektron dann mitgibt. Wenn da bei Raumtemperatur das Ganze eben in Bewegung ist, dann spicken immer wieder mal Elektronen aus dem Valenzband ins Leitungsband. Die Energiezufuhr geschieht also rein durch die thermische Energie, die man einfach hat bei Raumtemperatur. Und somit ist so ein Halbleiter relativ gut leitfähig, kann aber durch Energiezufuhr, also durch Wärmen zum Beispiel, noch mehr Elektronen ins Leitungsband bringen und dann ist die Leitfähigkeit besser. Deshalb ist ein Halbleiter eben auch ein sogenannter Heißleiter. Er leitet besser, wenn es heiß ist. Man könnte auch sagen, ein Leiter mit einem negativen Temperaturkoeffizient, NTC. Also bei höherer Temperatur, wenn wir da die Temperatur haben und den Widerstand oder den spezifischen Widerstand Rho, dann ist das eine Kurve, die nach unten geht. Höhere Temperatur, kleinerer spezifischer Widerstand. Jetzt wie ist es bei einem Isolator? Beim Isolator, also Kunststoff, Gummi und so, ist, wenn das überhaupt, das Bänderschema überhaupt funktionieren soll, also wenn wir auch einen Festkörper haben, ist dieser Abstand zwischen Valenz und Leitungsband deutlich größer.
Das heißt, die Sprünge der Elektronen sind zu klein, dass dann wirklich Elektronen ins Leitungsband kommen. Deutlich größer als ein Elektronenvolt. Also ich sage es mal, diese Sprungdifferenz ist viel, viel größer als ein Elektronenvolt. Dann spricht man von einem Isolator. Man kann sich natürlich fragen, warum das überhaupt so groß ist oder so klein ist. Und das hängt dann wieder sehr ab von der speziellen Situation, wie so ein Festkörper entsteht, wie kristallisiert so eine Substanz, und das hängt dann letztendlich, wie wir wissen, auch wieder davon ab, wo wir hier im Periodensystem sind, ob wir dann eben einen Isolator haben, und zum Beispiel gerade Kunststoffe, die aus CH-Bindungen bestehen, sind im Allgemeinen dann gute Isolatoren. Wenn wir hier schauen, dieser ganze Bereich hier, das sind Metalle. Und also das sind die Halbleiter und da sind die Metalle, und diese sind so, dass wir eben gute Leitfähigkeit haben. Bei diesen Metallen, wenn man das jetzt in dieses Schema eintragen will, muss man sagen, dass diese Geschichte zwischen Valenz und Leitungsband gar nicht so sauber getrennt ist. Bei Metallen, also nochmal zurück, das Leitungsband fängt bei Halbleitern hier an, bei Isolatoren fängt es hier an und bei Metallen ist es dann unter Umständen sogar überlappend. Also Metalle, da kann es sein, dass das Valenzband und das Leitungsband hier überlappen. Also Elektronen ohne jeden Aufwand ins Leitungsband kommen. Bei guten Leitern, also Metalle zum Beispiel. Und somit dieser Sprung gar nicht nötig ist. Die Metalle haben immer Elektronen, die zur Leitfähigkeit beitragen. Deshalb leiten eben Metalle auch so gut. Isolatoren. So einfach ist die Sache eigentlich, wenn man das mit dem Bänderschema erklären möchte. Das hängt ab von diesem Gap, von dieser Bandlücke. Und wie gesagt, beim Metall sind halt immer Elektronen vorhanden, die herumfliegen, die frei sind. Deshalb leitet der Metall immer sehr gut. Während beim Halbleiter brauche ich ein bisschen mehr Aufwand. Beim Isolator ist das gar nicht möglich. Ich bekomme die Elektronen beim Isolator nicht aus diesen Bindungen raus. Jetzt noch zur Temperaturabhängigkeit. Metalle, haben wir gesagt, leiten immer recht gut. Und wenn man jetzt schaut, was genau passiert, also Abhängigkeit der Temperatur, dann sind Metalle Kaltleiter. Das heißt, sie leiten besser, wenn sie kalt sind. Und man spricht dann auch vom PTC. Widerständen, oder das heißt, dass dann das irgendwie nach oben geht, als Funktion der Temperatur mit dem spezifischen Widerstand. Man weiß, dass auch Metalle oft bei ganz tiefen Temperaturen sogar superleitend werden, also hier ein Sprung entsteht und danach, das ist aber wirklich sehr exotisch, bei Temperaturen nahe 0 Kelvin sogar den Widerstand ganz verlieren. Jetzt, wie kommt das zustande? Warum steigt da der Widerstand bei höheren Temperaturen? Nun, wir haben ja immer die Elektronen zur Verfügung, die sind immer da. Man kann sagen, grob ist für jedes Atom ein Elektron auch vorhanden, das zur Leitfähigkeit beiträgt. Es sind nicht alle Elektronen, wir haben ja da ganz viele. Wir haben da um die 20 Elektronen jeweils. Aber das Äußerste in der Valenzschale, da wird also ein bis zwei Elektronen pro Metallatom wird da im Leitungsband sein. Und deshalb ist die Anzahl der Ladungsträger fix. Das wird nicht geändert durch die Temperatur. Was auch bei Metallen hinzukommt, ist die Tatsache, dass wenn es da Elektronen in Bewegung sind, weil wir da eine Spannung anlegen, dann wird bei höherer Temperatur diese Vibration des Gitters ja immer heftiger. Diese Bewegung des Gitters, die Temperaturbewegung, die behindert dann diesen Stromtransport. Die Elektronen stoßen immer wieder an diese Metallrümpfe an. Und deshalb ist dann die Wahrnehmung die, dass bei höheren Temperaturen der Stromfluss etwas behindert, dass etwas kleiner wird oder anders gesagt der Widerstand größer wird. Das ist dieser kleine Effekt. Ist nicht sehr stark, ich habe es hier stark übertrieben gezeichnet, es kommt auf die Skalierung an, aber das ist also ein Effekt, den man beachten muss, wenn man Metalle bei höherer Temperatur verwendet, dann leiten sie schlechter. Wie gesagt, bei Halbleitern ist es so, dass die Elektronen eben erst überhaupt ins Leitungsband kommen bei höherer Temperatur. Das heißt, diese Sprünge hier aus den Orbitalen ins Leitungsband, die finden statt,
als Funktion der Temperatur. Wir haben dann mehr Ladungsträger hier oben, wenn die Temperatur höher ist. Und mehr Ladungsträger heißt eben auch bessere Leitfähigkeit. Deshalb sinkt der Widerstand bei höheren Temperaturen. Jetzt, das waren jetzt alles Festkörper, die wir betrachtet haben. Es gibt natürlich auch Leitungen in Flüssigkeiten und Leitungen in Gasen. Und da ist dann die Theorie ein wenig anders. Diese Bender-Theorie, die wir da jetzt immer genommen haben, ist ein typisches Merkmal der Festkörperphysik. Da spricht man von Energiebändern. Wenn man Flüssigkeiten anschaut, ist die Situation ein bisschen anders. Dort haben wir oft auch Ionen, die sich bewegen. Also auch mein Körper zum Beispiel, wenn da jetzt die Leitfähigkeit gemessen würde, das kann man ja machen, dann sieht man, der Widerstand ist nicht unendlich oder null oder so, da hat es einen Widerstand. Und da sind aber dann im Allgemeinen Ionen, also Salz-Ionen zum Beispiel, in Lösung, in Bewegung. Und da ist dann die Theorie etwas anders. Da kann man nicht von diesen Elektronensprüngen sprechen. Das sind ganze Ionen, also ganze Atome, die positiv oder negativ geladen sind in Bewegung. Und da ist dann die Leitfähigkeit zum Beispiel davon abhängig, wie beweglich diese Ionen sind. Wenn so ein Natrium- oder ein Chloratom oder Ion in einer wässrigen Lösung unterwegs ist, also wenn das Wasser wäre, dann bestimmt eigentlich jetzt die Viskosität des Wassers, also die Zähigkeit der Umgebung, wie gut diese Leitfähigkeit ist. Somit hat man dann auch einen Temperatureffekt der Leitfähigkeit, der aber indirekt über die Viskosität läuft. Höhere Temperatur heißt normalerweise kleinere Viskosität oder anders gesagt bessere Leitfähigkeit. Somit sind auch solche Ionenlösungen im Allgemeinen Lösungen, wo der Widerstand dann sinkt mit höherer Temperatur. Dann kommt aber noch hinzu, dass bei diesen Lösungen oft auch die Löslichkeit sich verändert mit der Temperatur. Das heißt, wir haben dann vielleicht auch noch mehr Ionen bei höherer Temperatur, sodass der Effekt noch verstärkt wird. Zum Schluss noch etwas, was ich vergessen habe bei Halbleitern. Natürlich haben auch Halbleiter dann diesen Effekt, dass da die thermische Bewegung dann diese Beweglichkeit der Elektronen etwas behindert. Aber der Effekt der Elektronensprünge ist viel, viel größer. Das heißt, wir haben da einen viel, viel stärkeren Effekt aufgrund der höheren Anzahl der Ladungsträger als dieser kleine Abbremseffekt, den man noch hat, weil das Gitter sich bewegt. So, jetzt haben Sie in ungefähr einer Dreiviertelstunde, ich weiß nicht, ich habe es nicht ausgerechnet, sehr viel gelernt über die Physik von Festkörpern und wie das mit der Leitfähigkeit funktioniert.